Future of Battle Rappers geht und wir sind hier beim Post-Battle-Interview vom letzten Battle des ersten Blocks. Moody gegen Neos. Und sie haben die Hütte sowas von abgerissen für eine Newcomer-Battle, auf jeden Fall. Wir sind sehr gespannt auf das... Ja, bitte Tür zu machen, das wäre sehr schön. Wir sind sehr gespannt auf das Resultat on cam. Aber zuerst mal zu den Fragen. Moody, du hast beim The Last Samurai mitgemacht, ne? Ja. Ne? Das war online, wenn ich mich recht entsinne? Das war während der Corona-Krise und online, ja. Genau. Ja. Das, man musste ja irgendwie die Zeit überbrücken. Wie fandest du es jetzt live a cappella hier im Ring zu stehen? Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt sagen sollte, aber ich muss ja sagen, das ist mein erstes Battle-Event überhaupt, bei dem ich bin. Und dann stand ich halt quasi direkt im Ring und ja, ich habe halt in Berlin nicht so die Umgebung, wo ich da so hingehen könnte und so weiter und so fort. Deswegen hat sich das einfach nicht ergeben und jetzt haben mich hier Freunde überredet, dass ich wollte ja ursprünglich auch nur in eure Freestyle-Session reinsteppen und dann hast du irgendwie direkt gemeint, ja, hier, Battle, bla. Ja, also, okay, cool, mach ich halt. Also wenn du schon beim Last Samurai mitgemacht hast, das ist ja auch auf jeden Fall ein Format mit Statut. Dann kann man auch direkt mal hier in die Cypher-Seite machen, aber warum nicht? Ne? Und du, das ist auch nicht dein familiärer Kreis, oder nicht? Nee, du kommst nicht aus dem Poetry Slam. Ja, größtenteils schon. Also ich war schon mal bei TTT, hab da auch so gefreestylt. Und mir hat das so im Kreis besser gefallen. Also dann gibt es ja noch Ist doch nur Rap und das gefällt mir besser als auf der Bühne. Aber ich habe gemerkt, so ich mag das halt, ich schreibe meinen Text fertig und dann kann ich den performen. Und das finde ich geiler als das konstante Freestyle-Üben. Und das ist ja eben auch das, was ich beim von Poetry Slam halt herkenne. Und einfach irgendwas mit Wörtern machen, hab irgendwie Bock drauf. Und ich lebe meine Emotionen auf verschiedene Art aus und dann kann es mal passieren, dass auch mal die Wut raus muss. Ja, apropos, Emotionen rauslassen. Moody, das ist ja, dein Name ist Programm, ne? Ja. Man hat gesehen, du hast so richtig Wut im Bauch gehabt, ne? Du warst so richtig, richtig voll drin im Film. Ja klar. Wo kommt das her? Na, ich sag das ja auch im ersten Part so, Moody ist meine konzentrierte Wut. Also, ja, man braucht, glaube ich, einfach so ein Ventil, oder? Manchmal und... Ja, ich bin auch Schauspieler, das stimmt, aber das hat dann nur echt hat wenig mit zu tun, weil ich dann mir wirklich halt einfach Sachen überlege, die mich nerven. So. Und bei Battle Rap ist da unendlich viel Fläche. So. Und ja, so fing das an. Dann, ich habe auch echt unfassbar viel Spaß gehabt, muss ich sagen, heute. Deswegen. Du bist ja auch nicht der erste Schauspieler, der seinen Weg auf die Battle Rap Bühne findet. Wie stehst du eigentlich zu anderen Schauspielern, zum Beispiel zu Sisyphos oder so? Sisyphos mag ich total gerne. Also der ist echt stark. Also er hat bisher auch, glaube ich, ziemlich gut abgeliefert. Und dann hört es auch schon bei mir auf, wer ist noch Schauspieler? Bong Taggy wird immer so als Schauspieler so gehandelt. Ja, Theater, Schauspiel ist immer so ein Ding. Der hat ja eine krasse Entwicklung gemacht. So, ich finde vor allen Dingen so seine letzten Sachen halt krass, keine Frage. Vorher fand ich ihn immer ein bisschen albern, aber ja, jetzt läuft so und ja, aber am Ende ist es halt keine Schauspielkunst, so am Ende ist wirklich Authentizität irgendwie entscheidend, glaube ich. Ja, und das merkt man dann auch. Und dann kommt die Rage natürlich dann auch. Ja, also ja, Wut ist wirklich ein Ding bei mir einfach. Weil du bist ein bisschen, also im Gegensatz zu ihm, also ich glaube jeder ist im Gegensatz zu ihm ein bisschen auf der ruhigen Seite so. Ja, du kommst wie gesagt aus dem Poetry Slam so ein bisschen so, aber wie versuchst du das irgendwie zu translaten? Weil es ist. Beim Poetry Slam hat man ja auch eine ganz ruhige Crowd so, ne? Und hier hast du ein bisschen Engagement von der Crowd oder dazu bekommen, so. Treibt dich das an? Ja, es ist halt was ganz anderes, ne? Also ich habe halt, ich floh, hast ja gemerkt, ich floh ja viel langsamer so. Mir ist es halt irgendwie wichtig, dass die Technik oder die Schemes oder so auf jeden Fall mal wiederkommen. Ich glaube, man hat das wahrscheinlich auch so gemerkt, so mein Lieblings-Battle-Rap ist halt so ein Recash, ne? Also das ist jetzt irgendwie, verwundert wahrscheinlich niemanden. Es gibt und, schlechtere Idole auch. Ja, also, sagen so. Ja, und ich finde das halt irgendwie, ich fand das ganz cool, so ein Narrativ über drei Teile aufzubauen, statt halt auf viele Zweizeiler zu setzen, die einzeigen, die Zweizeiler.